So, jetzt im nächsten Part. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um ganz kurz. Wir müssen hier, also wir haben hier ein paar Typen. Ah, ich glaube, wir müssen noch gar nicht feindlich gesinnt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst reden. Hi, mein Freund, hab dich lange nicht gesehen. Dachte schon, dir ist etwas zugestoßen. Der Verlust deiner Freundin hat dir wohl zugesetzt. Hab dich seither jedenfalls nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir ja das Thema wechseln. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack, ja? Oh, mach dir keine Sorgen, das geht aufs Haus. Schön, dich zu sehen. Einen schönen Abend noch. Ja, das ist ja nett. Nehmen wir uns die Sachen hier mit. Können wir mit dem reden? Nee. Schade, nicht so gesprächig, der Gute. Ich glaube, wir müssen wieder zum Auto. Okay, 8. April 89. Ah, wir sind wieder in unserer Bude. Sie haben eine neue Nachricht. Piep. Hallo, hier ist Linda. Ich brauche sofort einen Babysitter. Ich habe hier ein paar Kinder, die du beendigen musst. Ich bin in der East 7th Street. Ich spreche viel und intensiv mit ihnen, damit du diese Rasselbande in den Griff bekommst. Und wie beim letzten Mal, sei bitte diskret. Ja, keine Sorge. Wir werden uns definitiv um diese Rasselbande kümmern. Das sollte ja kein Problem sein. So, okay. First Chapter, no talk. Folge den roten Pfeilen. Ja, ja, das wird schon... Ja gut, dann werde ich auch die neue Maske nehmen. Ein Auge für Geheimnisse. So, die East 7th Street. Es ist eigentlich ganz einfach. Bei Kindern muss man immer nur die richtigen... Muss man einfach nur die richtigen Methoden anwenden. Es ist an sich kein Problem. Gucken wir mal. So. Wenn da zum Beispiel einer dieser kleinen Racker sich nicht benehmen will, dann wartet man halt einfach, bis er sich zum Beispiel andersrum hindreht. Und ja, ihr werdet merken, kein Lärm mehr. So, der da hat eine Waffe, das heißt... Das ist ja schon mal ganz praktisch. Es hieß ja, wenn möglich, Nahkampfwaffen verwenden, nicht wahr? Ah, okay, hier haben wir jetzt das Problem, dass da zwei Leute sind. Ich meine... Und sicher kein Problem. Hat ja... Ja, durchaus seine Methoden dafür. Na... Oh Gott. Dann kann man sich ja auch eine neue Waffe mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir die behalten. Jetzt zum Auto zurückgehen. Ach, das war's schon. Das war ja easy. Das ist ja ultra easy gewesen. Ja, aber gut. Dann würde ich aber mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.